startklar. Sechstes Rennen. Und Boxen auf zum 104. Großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Alle erstmal gut abgekommen. An der Innenseite strebt Montanus gleich an die Spitze mit C. Hector. Dann sehen wir in der Bahnmitte jetzt ebenfalls Muhali vorne auftauchen. Und von außen kommt auch Miss Kantik jetzt in vorderer Linie an. Aber Montanus führt. Montanus, Muhali, Miss Kantik an C. Hector. Dahinter ist Daydream Express, aber auch Brave Emperor hier außen jetzt an vierter Stelle aufgetaucht. Dann geht es weiter mit den nächsten hinter Daydream Express Royal Knight zu sehen. Und an der Innenseite Aguirre. Best Lightning hinten im Feld mit Merkur. Es geht jetzt den Berg hinauf. Montanus an der Spitze. An zweiter Position dahinter C. Hector, außen Miss Kantik, dicht auf Brave Emperor, der Favorit. Dann an der Innenseite C. Hector und außen Daydream Express, dann Aguirre mit Royal Knight vor Best Lightning und Merkur. Immer noch geht es den Berg hinauf, dann Richtung Schlussbogen, aber auch schon stramm mit Montanus vor, jetzt an zweiter Stelle Miss Kantik, dann in Mualif vor Brave Emperor, dann haben wir C. Hector mit Daydream Express, Aguirre, Royal Knight und Best Lightning mit Merkur. Die Einlaufgrade ist erreicht. 450 Meter bis zur Entscheidung. Montanus weiter vorn. Dahinter setzen nochmal an. Mualif mit Miss Kantik außen. Jetzt der Favorit wird gebracht. Innen sucht C. Hector die Lücke und ganz in Best Lightning da. Und der stößt durch. Best Lightning außen. Aguirre wird ganz stark. Aguirre und Best Lightning. Brave Emperor dahinter kann nicht folgen. Best Lightning an der Spitze vor Aguirre. Best Lightning vor Aguirre. Aguirre versucht noch mal was, kommt näher. Aber Best Lightning gewinnt den großen Preis der Landeshauptstadt. Vor Aguirre, dritter C. Hector, dann erst Brave Emperor, Montanus, Miss Kantik, Daydream Express, Royal Knight und Merkur. Ja, dann haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum Hauptrennen des Tages, der 104. Große Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dann die Programm Nummer 1, Best Lightning. Zweiter die 6 Aguirre, die 5 C. Hector, die 2 Brave Emperor und die 3 Montanus. Ja, und Best Lightning, also hier das siegreiche Pferd heute und nach einer bislang erfolglosen Saison schafft es Best Lightning dann aber das dritte Jahr in Folge ein Grupperennen zu gewinnen und holt sich hier den Erfolg. Und für Adri de Vries ist es bereits der zweite Treffer heute nach Bomaro im zweiten Rennen. Und für Trainer Andreas Suboric natürlich ein tolles Erfolgserlebnis. Natürlich auch für den Stall Ad Episas, die ein ganz tolles Pferd ihr eigen nennen können. Best Lightning also mit dem insgesamt 6. Karrieretreffer beim 31. Start. Und gezogen ist dieser Sidestep-Sohn von Harfista in Frankreich und holt sich also bei seinem Start hier in Düsseldorf dann tatsächlich den ersten Saisonerfolg. Dafür allerdings in sehr, sehr eindrucksvoller Manier. Stieß da innen durch und ließ dann auch Aguirre zwar noch ein bisschen näher herankommen, aber der Sieg war eigentlich an der 150-Meter-Marke unter Dach und Fach. So, die Pferde kommen jetzt inklusive des Siegers hier von der linken Seite zurück und dann wollen wir ihn gleich mit einem ganz dicken Applaus in Empfang nehmen. Best Lightning und Adri de Vries. Ein tolles Rennen und wir sehen schon die Geschäftsführerin. Andrea ist auf dem Weg, mit neuer Siegerdecke das Pferd auszustatten. Und sie hat ja noch im Führing uns vor dem Rennen gesagt, dieses Pferd sieht sensationell gut heute aus. Und das war der richtige Riecher. Und wer hier erfolgreich auf dieses Pferd gesetzt hat, der dürfte gleich eine Menge Geld zurückbekommen. Ich glaube, kurz vor dem Start standen die beiden für 12-faches Geld am Wettmarkt. Also das ist dann schon eine kleine Überraschung, zumindest eben für viele, die hier die Favoriten gesucht haben.